Also eine abgesägte Schrotflinte ist ja schon weiblich, also zumindest vom Sprachlichen her. Aber der Skin ist ja dennoch männlich, ne? Guck mal, hier sieht ja auch aus wie ein Phallus. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem neuen CSGO Top 10 Skins Video. Heute geht es um die Sword of Schrotflinten. Schaut mal, meine Planung ist durchsichtig. Wir beginnen wieder auf dem 10. Platz und arbeiten uns zum ersten Platz voran. Auf dem Platz Nummer 10 liegt bei mir die Sword of Amber Fate. Sicherlich liegt die bei einigen von euch deutlich weiter oben, aber mit diese Fate, Amber, Schrotflinten-Geschichte war für mich noch nie so edel. Ich fühl's nicht richtig mit dem Skin. Ich fühl's einfach nicht so richtig. Dieser Skin ist 17 Cent wert in Factory New. Die Preise sind wie immer von CSGO Stash. Die Preise werden zusammengesetzt, ich glaube, aus Verkäufen von der Steam-Community. Ist das jetzt geklärt? Platz Nummer 9. Da liegt die Orange Didipad. Diese Didipad-Geschichten, DDPAT, ihr habt mir gesagt, ich soll Didipad sagen oder es würde so ausgesprochen werden. Mir gefällt's ganz gut. Es hat so Camo-Style, aber Cyber-Camo-Style, wenn man das so bezeichnen kann überhaupt. Wenn es sowas gibt. Die orangenen Akzente könnten meiner Meinung nach etwas stärker sein. Ich weiß nicht, ob das bei anderen stärker ist. Ich kenne mich da, manche Skins variieren ja mit Float, Scheiß, Kram. Da bin ich einfach nicht im Bilde. Vielleicht wisst ihr das ja, ob es diesen Skin auch mit mehr Orange oder Orange an anderen Stellen gibt, so wie diese Fate-Sachen ja meist anders ausfallen, oder? Dieser Skin kostet, und jetzt passt auf, 13,45 Euro. Man denkt sich, na gut, die wird so 6, 7 Cent kosten. 13 Euro plus. What the fuck? In FN und ohne Set-Track. Ich sag immer nur die FN-Preise. Übrigens, ich habe hier einen unsichtbaren Stift. Auf dem 8. Platz liegt die Sword of Fubar. Die habe ich gerade gestern in StatTrak rausgehauen beim Giveaway im Livestream. Sehr schickes Gerät. Hier an der Stelle vielleicht wertvoll zu erwähnen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Wir sind gerade dabei, an der Partnerschaft zu arbeiten. Also, falls ihr unterstützen wollt, unterstützt! Dieser Skin ist 10 Cent wert. Da kann man eigentlich, finde ich, nichts sagen. Es wäre echt geil gewesen, wenn die StatTrak-Funktion hier vorne drin wäre, wie bei Knives, wenn so reingekratzt wird. Auf dem 7. Platz liegt die Serenity. Bei den meisten sicherlich weiter vorne. Es gibt einfach noch viel, viel geilere Teile, die gleich kommen. Der Skin ist schon wirklich schön, aber halt auch nicht so meins. Blau sieht ganz gut aus. Also blau, die Farbe an sich, türkis oder was es da halt ist, weiß, türkis, ist zwar ganz schön, aber für mich auch nicht jetzt zwingend der Top-Skin des Jahrhunderts. 77 Cent kostet das schöne Teil. Gerechtfertigt, würde ich hier auch sagen. Gerechtfertigt. Also warum kommen der Frau die Schwingen aus den Augen raus? Ich meine, sollen das die hier oben die Dinger sein, die weitergeführt werden? Also man sieht hier oben mit diesem Kopfschmuck, dass es wohl ein Vogel, also auch noch gleichzeitig ist er Serenity halt, ne? Hintergrundbedeutung, bla bla bla. Aber, naja. Als nächstes kommt die Sword of Origami. Wir sind hier gerade beim 6. Platz. Ich versuche es noch einzublenden in der Bearbeitung. Ich sag mir das jetzt selbst. Vielleicht schneide ich es raus, damit ihr das nicht mitbekommt. Aber, Alter, bau die Scheißzahlen ein. Ich bring dich um! Ich habe das jetzt schon 50.000 Mal vergessen. Dieser Skin ist 14 Cent wert und gefällt mir einfach sehr gut, weil er eben diese Verschachtelung hier drin hat. Das habt ihr jetzt schon oft mitbekommen, dass mir das sehr gut gefällt. Wenn es so etwas Vielecke hat, finde ich schäh. Finde ich schäh. Und dann noch orange, rot, schwarz, blau, grün. Hier vorne mit dem Kranich. Oder was ist das? Das soll ein Kranich sein, ne? Und da hinten mit einem, noch einem Kranich oder so. Wir sind nun auf dem Platz 5 angelangt. Hier haben wir die Highwayman. Es scheint eine Waffe aus einem Adelshaus zu sein, die tatsächlich irgendwo hängt über der Tür oder sowas. Nicht zur Selbstverteidigung, Leute, nein. Also auch, aber nein. Sondern die zum Angucken ist. Gäste kommen rein und sagen, die Waffe, die ist super da. Die, geht die noch? Für 79 Cent. Ist diese Waffe in eurem Besitz. Auf dem 14. Platz liegt die Sword of Limelight. Eigentlich müsste ich ja der sagen, es geht ja um den Skin, der Sword of Limelight. Also eine abgesägte Schrotflinte ist ja schon weiblich, also zumindest vom Sprachlichen her. Aber der Skin ist ja dennoch männlich, ne? Guck mal, hier sieht ja auch aus wie ein Phallus. Grün, weiß, schwarz, perfekte Farbmischung. Dieses Grün gefällt mir besonders gut. Dieses helle Lime-Green eben, finde ich ultra nice. Und sie ist halt auch wieder extrem dynamisch. Die Schrotflinte kann dynamisch gespielt werden, nicht dynamisch nachgeladen werden. Aber dynamisch gespielt kann und muss sie werden. Also wenn du irgendwie rumhüpfst und dann du musst doch ran an den Speck. Diese Waffe kostet 1,36 Euro. Nun stehen wieder die Plätze 3, 2 und 1 vor uns. Ihr dürft jetzt also wieder raten und euch ganz genau überlegen, was wohl auf dem 3., 2. und 1. Platz bei mir so steht. Auf meinem Platz Nummer 3 ist die Sword of Yorick. Oh, Totenkopf. War ganz klar, dass das bei mir weiter vorne sein muss, zumindest unter den Top 5. Auch wenn die Waffe so an sich nicht so extrem hübsch ist. Also, das hier unten sieht noch cool aus, denn ich finde, es scheint halt so, als wenn es ein Totenkopf wäre, der einen krassen Bart noch hat. Das hier oben hätte jetzt nicht zwingend sein müssen, da hätte ich ihm vielleicht noch so einen, entweder einen großen Afro oder sowas oben dran gemacht mit dieser Textur oder gar nichts. Dieser Skin ist für lächerliche 30 Cent erhältlich, beziehungsweise, was heißt lächerlich, ich würde sagen, es passt sogar ganz gut vom Preis her. Arg viel mehr würde ich für diese Waffe auch nicht bezahlen, weil, ja, so toll ist er noch wieder nicht, ne? Und nicht übertreiben. Auf meinem 2. Platz ist die Wasteland Princess. Einige sagen sich jetzt, ha, gay.
Aber ich finde die so nice. Viel besser wie diese anderen Wasteland-Dinger. Es gibt doch diese Wasteland-Pistole und AK, glaube ich. Ich finde, das hier sieht viel, viel geiler aus. Dieses Farbenspiel aus Weiß und Pink oder Rosa. Pink und Rosa ist ja eigentlich nicht das Gleiche, aber als Mann denkt man, es ist das Gleiche. Dann dieses helle Blaue hier noch mit eingearbeitet. Die Bomben, der Mund, Kiss This. Hallo? Wenn du damit rumläufst, bam, bam. Bam! 3,76 Euro kostet das gute Stück. Ich würde sagen, der Preis geht. Ich hätte es jetzt auch für 2 Euro genommen, wenn ich ehrlich bin. Meine Haare sind heute so lustig. Ich werde meine Haare ab jetzt nicht mehr anfassen und sie so lassen, falls ich rumwackele. Piep! Headset. Aber ist das eine geile Frisur? Sowas hätte ich wohl früher machen sollen. Die ganze Girls. Oh, der heiß! Ja, soweit so gut. Erster Platz. Spannung! Ganz klar, die Sword of the Kraken. The Kraken, oder wie die Amerikaner dazu sagen würden. Wir sprechen die Amerikaner Kraken aus. The Clitoris. Ultra geiler Skin. Ein Tier ist drauf. Orange, blau, hellblau, weiß. Geil. Das Motiv ist ultra. Da kann man einfach nichts sagen. Das ist super. Für 4,85 Euro ist es euer Skin. Nun könnt ihr gerne wieder schreiben, wie ihr meine Top 10 fandet und eure eigene Top 10, Top 5, Top 3 oder einfach nur eure Lieblings-Sort of in die Kommentare schreiben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hang.